Nervosität. Verliebt sein. Aufregung ist wütend sein, ist Freude. Herzklopfen, mein Herz zu spüren in den unterschiedlichsten Situationen. Aufregung, Gefühle, Emotionen. Herzklopfen kann ganz vieles sein. Herzklopfen sind für mich vor allem aufregende Momente, in denen man unglaublich starke Emotionen empfindet und so im Moment ist, dass alles andere ausgeblendet wird. Ja, es ist Aufregung, es ist Aufregung für mich. Ein Gefühl, was einen trägt. Oh, beim Schlagzeugspielen, das trägt mich immer. Musik generell trägt mich und Schlagzeug macht mir am meisten Herzklopfen. Herzklopfen bedeutet für mich Emotionen. Wenn man irgendwann ein Gefühl hat, eine Emotion, dann fällt das Herzklopfen. Herzklopfen, eine Achterbahn der Gefühle. Freude. Druck. Und eine Lösung manchmal auch. Herzklopfen ist alles, was mich bewegt, auf jeden Fall. Ein ganz intensives Gefühl, was den ganzen Körper durchdringt. Oh, Herzklopfen. Es ist das Leben. Also jede Sekunde, die wir leben, hat es damit zu tun. Wenn das Herz nicht klopft, dann ist das Leben schon längst vorbei. Und sogar wenn das Leben vorbei ist, es bleibt immer als Nachhall ein bisschen von dem, was das Leben ist, im Raum, in der Luft, in der Zeit, in der Stille. Das ist Leben. Wunderbar. So, ihr Lieben, wir haben hart gearbeitet, damit es hier stattfindet. Und wir haben auch vor allem mit unserem Herzen dafür gearbeitet, damit was hier stattfindet. Und wir wissen, was es zu tun ist. Wir wissen, was zu tun ist. Folgt eurem Instinkt, folgt eurem Gefühl, folgt euch selbst, seid miteinander als eine Einheit. Es gibt keinen Fehler, wir wissen es ganz genau. Es gibt nur Absprachen. Manchmal sind die Absprachen nicht der beste Weg, wenn wir in Action sind. Und dann genau das, was im Moment ist, ist, was zählt. Und seid im Moment, nicht bei der Absprache. Nein, wenn im Moment ein Koffer weg, wenn ich nicht den Koffer mitnehme, der Koffer muss weg, dann nehme ich den Koffer weg und ist auch weg.
Ja, das ist genau richtig. Ja. Wenn was fällt, nimmt wahr, nimmt deine Hose, seid im Moment. Denn es ist alles richtig, wie ihr es macht. Hauptsache, dass ihr es macht und nicht zweifelt. Daran zweifelt. Ja. Wichtig ist auch für mich, dass ihr das, was ihr hier auf dieser Bühne lebt, dass ihr erlebt es und nicht sonst was wir abgesprochen haben. Dass ihr wirklich fühlt, was ihr macht. Bei der Musik, bei der Bewegung. Fühlt, was ihr macht. Es hat eine Minute länger gedauert, es macht nichts. Die Muskeln wissen Bescheid, sie kommen mit oder umgekehrt. Seid ein Team und vertraut euch gegenseitig. Und dann wird alles wunderbar laufen. Ihr wisst Bescheid. Ja? Genießt diesen Moment. Das ist der, heute ist anders, wird anders als morgen. Ja. Und der ist auch genauso wichtig und besonders der für morgen.